Hallo meine lieben Freunde der Nacht und der schlechten Unterhaltung. Willkommen zu einem neuen Let's Play oder einer neuen Folge eines Let's Plays. Und zwar spielen wir heute oder wieder oder warum auch immer Watch Dogs. Auf jeden Fall starten wir mal die Mission. Ein fast leeres Plätzchen. Akt 2. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Okay, jetzt können wir auch die Brücke hacken. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Okay, Generatoren aktivieren. Wie schön. Nichts ist einem gegönnt hier. Aber das macht ja nicht. Können wir den Scheiß ja auch noch machen, ne? Okay. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Und das verstehe ich auch gerade nicht so richtig. Nein, ein Lift. Der auch anscheinend ohne Strom geht, warum auch immer. Und der hier praktischerweise dort rumsteht, wo wir höchstwahrscheinlich hin müssen. Welch Zufall. Ja, wäre ja zu schön gewesen. Aber wir müssen uns erstmal noch quer durch die Botanik hacken. Jetzt macht mir Aiden Angst. Okay, da ist eine Kamera, die auch ohne Strom funktioniert. Mhm. Und noch eine, die ohne Strom funktioniert. Und da ein Entriegelungskasten, der auch ohne Strom funktioniert. Schön. Und eine elektrisch verriegelte Tür, die auch ohne Strom funktioniert. Wie toll. Sehr realistisch, Ubisoft. Ich wage es, ein Lob auszusprechen. Ach, man hätte da auch einfach rangekonnt. Ja, das hätte einem ja mal gesagt werden müssen. Naja, schön. Aktivieren. Nummer 1. Noch 2. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. So, und kommen wir jetzt hier irgendwo raus? Ach, jetzt sind wir hier, okay, wo wir vor uns nicht hin konnten. Es muss einem ja gesagt werden. Aber warum baut man hier sowas ein? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Das bringt doch viel.
abgesehen davon werden ja Leute dafür bezahlt, solche Sachen zu entwickeln. Und da frage ich mich, wer bezahlt so jemanden, der solche Sachen entwickelt? Aber mir soll es recht sein. Lift. Und es geht weiter. Mit dem fröhlichen Generatoren einschalten. Und wir können durch Bäume laufen. Wahrscheinlich sind wir schon so tot, dass wir schon Geister sind. Weil sehr geistreich waren wir hier eh noch nie. Okay, der war schlecht. Ich geb's zu. Hier ist ein lustiges Türchen, wo wir jetzt noch nicht drüber kommen. Das sieht ja hier streng nach Lösung aus, aber irgendwie... fällt mir auf, dass das theoretisch hätte klappen können, es aber so ist, dass es nicht klappen wird. Sondern, dass man gezwungen ist, wahrscheinlich nochmal hier durch das ganze Gelände zu laufen. Und dort ist der zweite Generator. Den wir auch noch aktivieren müssen. Okay. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Ich hacke das Tor. Schön. Endlich mal wieder was hacken. Oh. Funktioniert natürlich auch alles ohne Strom, ja. Oh, wie schön. Oh, wie toll. Wie praktisch. Dass man hier solche lustigen Konstruktionen eingebaut hat. Zufälligerweise Kameras genauso, dass man erst Kräne bewegen muss, um etwas zu sehen, wo man ran muss. Und etwas interessant, dass an diesen Stellen überhaupt Kameras sind, weil sie dort kein Mensch braucht. Noch nicht mal Menschen, die das CTOS entwickelt haben. Oh, naja. Wir sind schon außerhalb des Gebiets, wo wir eigentlich so rumhüpfen müssen. Ja, Aiden wird langsam alt. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das irgendwas mit einem Kran zu tun hat. Apropos. Ach ja, ich liebe explodierende Gegenstände. Also, den Kran haben wir ja schon mal. Oder etwas derartiges. Und ich sehe auch schon, was passiert denn, wenn ich da drauf drücke. Ach so. Okay, komm zurück, Kran. So, und plötzlich können wir zufälligerweise auf diesen Container klettern, mit dem wir diesen Kran benutzen können, der uns darüber bringt und genau dahin, wo wir hin müssen. Welch Zufall!
Und lass mich raten, die Tür ist nicht... Oh mein Gott, sie ist offen. Ich bin ja begeistert. Aktivieren. So an. Wenn mir immer solche Funken entgegenkämen, hätte ich langsam Fast Angst. Geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich's vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Was ist eine Hackerkarte? Wofür brauchen Hacker Karten? Die können sich doch mal mit ihrem Hacking zufrieden geben. Eine kranige Angelegenheit heute wieder. So, zufälligerweise steht hier gerade ein offener Container, den wir benutzen können, um hier ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Na, aber das war jetzt wirklich nicht zwingend notwendig. Tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwende. Aber dafür schaut ihr ja solche Let's Plays, ne? Weil hättet ihr was Besseres zu tun, würdet ihr das Bessere machen. Aha. Interessant. Ach so, mal wieder eine verschlossene Tür. Mal was Neues. Aber wir sind Aiden Pierce, wir kommen überall rein. Entriegeln. Leichter als erwartet. Entweder werden wir immer besser oder das Spiel wird immer einfacher. Und warum renne ich an dieser Tür vorbei? Dü, 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 dü. Hier. Tür. Und da geht's weiter. Aha. Okay. Ich bin nah dran und wir müssen da wahrscheinlich mit diesem... Liftgedöns. Da runter. Elektronische Teile. Das sollte reichen. Betreten Sie den Bunker. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Okay, ich wollte das Ding aber schon eher holen, bevor es wieder oben ist, weil ich gerade bemerkt habe, dass wir doch keine Schnellreise machen können während der Mission. Hops. Warum können wir nicht einfach mal Knöpfe drücken? Warum müssen wir immer unser Handy benutzen? So, Knöpfe sind doch immer schön, wo man drauf drücken kann. Egal für was, Hauptsache man kann auf Knöpfe drücken. So. Ja. Ich hoffe, es ist echt schon mal aufgefallen, dass es viele sinnlose Knöpfe in einem Leben gibt. Und dass wir tot sind. Weil es keinen Knopf Wiederbelebung gibt. Bitte warten, ich lade gerade. Aber yay, wir sind da. Also da. Und wir können den Eingang... Okay. Ich schnell das Radio. Okay.
Ja, Kräne sind eine tolle Erfindung. Home sweet home. Profiler öffnen. Hacken. Hm. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Hilf mir, sie online zu kriegen. Okay. Ich helfe ihr. So, wir müssen da oben hin. Dort gibt es doch bestimmt wieder ein Knöpfchen, das wir drücken können. Aber erstmal brauchen wir Jamcoms und... Ich sehe nichts. Kannst du das Licht anmachen? Oh oh. Was ist passiert? Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein? Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Hm,